Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Wir machen uns heute auf, um Dandal freizuschalten, denn bei der Hauptquest muss ich warten und in Dinotal muss ich einfach nur Quest, also Rufquest machen. Also machen wir uns heute auf nach Dandal und mal schauen, was wir hier für Oma Rose machen können. Junge Dame, würdest du einer alten Frau bei ihren Problemen helfen? Natürlich. Ich mache mir solche Sorgen. Meine Enkelin Rania sollte heute Morgen auf einem Besuch vorbeikommen, aber sie ist nicht aufgetaucht. Sie wohnt mit ihrer Mutter auf der anderen Seite der Berge, dort in Nebelfall, im kleinen Örtchen Dandal. Sie kommt fast jede Woche... fast jedes Wochenende mit frischen Moltebeeren und anderen Dingen aus dem Wald. Sie hat ein Händchen dafür, sie zu finden. Es ist nicht typisch für sie, einen Besuch zu vergessen. Ob dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte? Oh oh. Achtung, da ist ein Pferd los. Meine Güte. Ah, nee. Ich muss mit ihr reden. Okay. Ich kenne dieses Pferd. Dieses Ross würde ich überall wiedererkennen. Das ist Dellinger. Das Pferd meiner Rania. Aber wo ist Rania? Wo ist meine Enkelin? Irgendwas hat diesem Pferd Angst eingejagt. Bitte, Miss, du musst Dellinger mit deinem Pferd hinterherreiten und ihn beruhigen, bevor er noch sich selbst oder anderen wehtut. Machen wir. Und da schießt er los. Das ist übrigens einer der alten Havlinger, die ich mega knuffig finde. Alter, mein Discord nervt mich. Mache ich gleich aus. So. Und ich finde, die alten Haflinger sind einfach nur süß. Okay. Ganz ruhig, Dellinger. Feines Kerlchen. Ich muss mit ihm reden. Okay. Wartet mal. Okay, mein Discord wird einfach nicht ausgehen. Oh. Okay. Oh, steigen wir ab. Ganz ruhig, Dellinger. Feines Kerlchen. Okay, mit wem müssen wir reden? Mit dir? Dellinger scheint jetzt ruhiger zu sein. Ich sollte Dellinger zurück zu Oma Rose bringen. Okay. Alter, könntest du mal aufhören? So, jetzt. Aha, okay. Jetzt sollte eigentlich Discord nicht mehr nerven. So, komm, Dellinger. Ganz ruhig. Ja, das ist Dellinger. Was ist denn mit dir passiert, Junge? Wo ist meine Rania? Ich mache mir solche Sorgen, Dellinger hier ohne seine Reiterin zu sehen. Er und meine Enkelin sind die verbunden. Ups, ich hab's weggeklickt. Rania ist dort draußen, ganz alleine. Und was immer Dellinger so erschreckt hat, ist dort bei ihr. Könntest du nach ihr suchen, Nala? Du bist sehr nett, Nala. Es tröstet mich, dass du sie suchst, aber... Rania könnte überall zwischen hier und Dandal sein. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Ich schätze, du könntest... Was ist denn, Junge? Dellinger gibt dir ein Zeichen. Er scheint zu wollen, dass du ihm folgst.
Habe ich dir nicht gesagt, dass Dellinger und meine Enkelin ganz besonders miteinander verbunden sind? Ihre Bindung besteht aus mehr als nur zwischen Pferd und Reiter. Sie ist seine Familie, er ihre Augen. Ja, du hast richtig gehört, ihre Augen. Ranja ist blind, aber das hält sie nicht auf und du sollst dich auch davon auch nicht beeinflussen lassen. Sie kann ebenso gut reiten wie alle anderen. Nun, worauf wartest du noch? Folge dem Pferd und finde meine Enkelin. Alles Märchen. Let's go. So, wo bringst du uns hin, kleiner Junge? Hier lang, okay. Das erste Mal, dass ich diese Quest gemacht habe, war noch, als Firgrove noch ganz alt aussah. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo die ganze Straße hingeht mit dieser Quest. Also folge ich lieber den kleinen Dellinger. Das ist so ein süßer. Es fühlt sich so an, als würde ich jemand beobachten. Ich muss wieder absteigen. Dellinger sieht sich nervös. Dellinger sieht sich nervös um. Irgendwas jagt ihm Angst ein. Er wird nicht weitergehen, bis du ihn beruhigt hast. Sch, ganz ruhig. Dellinger deutet dir, ihm weiterzufolgen. Okay. Ich mag die Haarfees. Guck mal, wie süß. Oh. Es fühlt sich so an, als würde dich jemand beobachten. Irgendwas jagt Denninger wieder Angst ein. Beruhige ihn, damit du die Suche fortsetzen kannst. Ich tatschel dir den Po. Denninger ist jetzt wieder ruhig, aber du hast das Gefühl, dass das, was ihm Angst eingejagt hat, nicht weit weg ist. Denninger will unbedingt, dass du ihm folgst. Anscheinend kommst du dem Ziel näher. Pferdchen folgen. Oh, wisst ihr, was cool wäre, wenn wir einfach so einen Button bekommen würden und wenn wir so eine Quest haben, wo wir einfach einen NPC folgen müssen, einfach unser Pferd alleine, also selber, den NPC folgt. Das wäre geil, das wäre ganz schön geil. Oh, ein Wassergehstock. Das sieht wie ein Stock aus, den eine sehbehinderte Person benutzen würde. Der muss Ranja gehören. Ranja hat ihren Stock wohl verloren, als sie vom Pferd gefallen ist. Sie kann nicht weit sein. Ich sollte den Stock mitnehmen und nach seiner Besitzerin suchen. Ranja. Ranja, bist du hier? Ranja, wo bist du? Ich will dir helfen. Deine Oma macht sich Sorgen um dich. Au. Mein Knie tut weh. Ranja, wenn du hier irgendwo bist, sag etwas. Oh, da ist sie. Und oh, die Arme, die sucht nach ihrem Stock. Normalerweise würde ich so ein Geschrei ja jeden Wolf vertreiben, aber das sind keine normalen Wölfe. Also halte dich zurück, okay? Oh, ist das mein Stock? Danke. Ich bin Ranja, aber ich schätze, das weißt du schon. Nett, dich kennenzulernen.
Oh, wir haben eine SMS von Linda, aber das nehmen wir mal anders an. Oma Rose hat dich geschickt. Ich hasse es, dass sie sich dauernd Sorgen um mich macht, aber angesichts der Umstände bin ich froh, dass sie Hilfe gefunden hat. Besser als von Wölfen gefressen zu werden. Ich bin bisher jede Woche problemlos von Dandal nach Firgrove geritten, aber diesmal konnte ich wegen der Quarantäne nicht die Straße nehmen. Mama wollte nicht, dass ich losziehe, aber sie macht sich zu viele Sorgen. Ich bin kein Kind mehr und kenne mich im Nebelfall besser als ein Jorvik Ranger aus. Auch wenn ich dir nicht sagen kann, welche Farbe die Blätter haben. Stimmt's, Derlinge? Also haben wir eine Abkürzung über die Berge genommen. Ich wusste, wir stecken in Schwierigkeiten, als die Wölfe uns über den Pass gefolgt sind. Sei bitte nicht böse auf sie. Das Rudel ist normalerweise nicht so. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Sie riechen auch nicht wie sonst. Jedenfalls, als wir auf dem Weg nach unten waren, haben die Wölfe zugeschlagen. Einer von ihnen hat wohl den armen Dellinger am Bein erwischt. Ich habe meinen Stock gegen den Wolf geschwungen und versucht, ihn zu verscheuchen. Ich habe ihn an der Nase getroffen. Hoffentlich habe ich ihm nicht wehgetan. Dann habe ich wohl mein Gleichgewicht verloren. Denn plötzlich bin ich den Berg heruntergerollt und Dellinger und die Wölfe verschwanden in der Ferne. Seitdem habe ich mich versteckt. Ich wollte mich gerade auf dem Weg in Richtung Straße machen, als du aufgetaucht bist. Vielleicht hörst du es nicht, aber ich höre ganz deutlich das Meer dort hinten rauschen. Ich wäre dem Klang bis zur Straße gefolgt, wäre. Ich wäre dem Klang bis zur Straße gefolgt. Wäre zwar ziemlich langsam gewesen, aber ohne meinen Stock, aber ich habe schon schlimmere Wanderungen hinter mir. Ach, ich laber hier die ganze Zeit. Erzähl mir von. Oh. Da sind die Wölfchen. Nicht gut, nicht gut. Rania Varringer. Ich finde, Rania ist einer der schönsten NPCs, die es gibt, finde ich. Ich finde sie mega hübsch. Verflucht, sie haben uns gefunden. Hörst du sie? Sie klingen hungrig. Das ist nicht gut. Die Wölfe sind zurück und es klingt, als wären sie hungrig nach Pferdefleisch. Das ist nicht gut. Vertraust du mir? Dellinger und ich werden ein paar der Wölfe weglocken. Sie sind weniger aggressiv, wenn das Rudel sich aufteilt. Reite so schnell du kannst nach Firgrove. Sogar diese Wölfe werden es nicht wagen, in die Stadt zu kommen. Wir treffen uns auf der anderen Seite der Mauer bei Oma. Und bitte erzähl niemanden von den Wölfen. Sie werden wieder nach Hause zurückkehren, sobald ihnen klar ist, dass sie ihre Mahlzeit verpasst haben. Es würde mir das Herz brechen, wenn ihnen wegen dieses Missverständnisse Jäger auf den Hals geherzt werden. Bereit, Nala? Hü! 75 Erfahrungspunkte. Das ist ja sehr gut. Treffen wir uns in Ferro. Okay. Ah, Stein. Hihi. Rania ist weg. Rania ist weg. Ah. Oh, ich mag die Musik. Wir haben aber kein. Ah, doch. Da ist ein Wolf. Uns rennt ein Wolf hinterher. Okay. Habe ich nicht gesehen, aber da hinten war einer. Da ist stehen geblieben. Oh, ho, ho, ho. Schneller, Tiny Tin. Ah. Pettchen. Los, Pferdchen. Auf. Oh, hier lang. Gut. Hier. Wir haben es geschafft. Nala, da bist du ja wieder. Aber wo ist meine Enkelin? Da kommt sie. Hi, Oma. Du hast dir doch keine Sorgen um mich gemacht, oder? Ich habe dir doch gesagt, du kannst dich auf mich verlassen. Rania, habe ich dir nicht gesagt, dass meine Enkelin etwas Besonderes ist, Nala? Nala?
Ja, das ist sie auf jeden Fall. Aber ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Dandal-Folge. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.